Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Weiter geht's jetzt hier. Ich glaube, letztens waren wir hier stehen geblieben. Ich meine schon. Es ist so gesehen das neue Jahr und damit erstmal herzlich willkommen zum neuen Jahr. Frohes Neues erstmal. Timer gestartet. So, probieren wir heute mal ein bisschen was anderes aus. Und zwar wieder ein anderes Aufnahmeprogramm. Das mal testen und ja, bin mal gespannt, wie das läuft. Und zwar, wir müssen jetzt einen Bericht abstatten. Und zwar, wo müssen wir denn hin? Wir sind aktuell da oben. Aktuell suchen uns die Rittern auch. Lagebericht setzen. Okay, alles klar. Machen wir Schnellreise. Schnellreise, immer gut. Ich habe keinen. Lol, liegt das daran, weil ich keine Bogen mehr habe, dass ich hier drin auch keine Bögen, also keine Pfeile mehr habe. Nee, nee, nee. Was machst du nur wieder für Sachen? Das ist doch nicht so viel mit dem Bogen schießen, oder nicht? Egal. Und zwar, das neue Jahr hat angefangen. Ich hoffe, dieses Jahr wird auf jeden Fall interessant und geil wird es auf jeden Fall werden. Norbert, Ja? die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Yay. Event hat begonnen. Achso, ein guten. Teglas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Ja, das müssten wir auf jeden Fall ausrichten. Aber hier vorne ist eine Quest. Gehe ich nach links? Ist das... Eivor, ich habe genau das Richtige für dich. Norwid sagte, du hättest etwas vorbereitet. Ein Faustkampfwettbewerb? Den größten Faustkampfwettbewerb, den diese Lande je sahen. Gibt es Regeln? Ja, die Regeln sind einfach. Kämpfe, trinke, kämpfe. Und denk dran, je mehr Teilnehmer, desto größer der Preis. Wenn du willige Recken findest, bring sie her, damit sie sich anmelden. Gut, bist du bereit, Eivor Rabenschwinge? Naja, eigentlich nicht, ich bin auf Durchreise nur. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Fausttanz. Mittlerweile versuchen die ja fast alles. Ich hörte von Leuten, die gekochte Fuchsgalle verabreicht Was ist bekamen. Mit denen? Bei Lepra ja gut, aber bei Durchfall? Okay, der will wahrscheinlich wegsaufen, denke ich mal. Aber wir müssen einen Bericht erstatten. Oder noch eine Quest? Noch einer mit Quests. Egal. Bericht erstatten, dann können wir dann weitermachen. Na gut, Weihnachten ist ja sowieso schon um, aber in Assassin's Creed gibt es noch diese Quest, was mich eigentlich ein bisschen wundert, aber naja. Ah, du hast es hierher geschafft, Sigolbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir?
Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Jawohl. Bündnis Eivor, abgeschlossen. Ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen Kinder? Augenlose Kinder? Nein, das kann nicht stimmen. Frag ihn besser selbst. Alles klar. Na, was liegt da jetzt schon wieder so? Yay, yeah, willkommen beim Schwarzbild-Simulator. 2021, das neue Spiel ist gerade rausgekommen. Aber irgendwas sieht er jetzt gerade. Hallo? Ich will weitermachen und hier nicht schon wieder das Schwarzbild spielen. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Yeah, yeah, yeah. Schwarzbild-Simulator. Wow. Ganz als gerade. Ihr seid noch nicht lange in Englerland, oder? Ich sehe auf dieser Karte, dass ihr Mercia kaum bereist habt. Hab nur Geduld, kleiner Herr. West Sexe ist unberührt. Northumbre ebenso. Ihr habt so vieles nicht gesehen. Ja, wir arbeiten noch daran. Ja. Was haben wir denn für Questen? Was ist die? Ah, ist hier vorne gleich. Dann ab dahin. Wissen Sie, wieso jetzt mal, wie gesagt, die Stärke erhöhen? Die eigene Stärke, dass wir halt noch in den anderen Dinger hinkommen. Dafür müssen wir den Stall mal auf. Was ist das alles? Ein neues Yule-Spiel, um dein Geschick zu testen. Bewegliche Ziele. Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Möchtest du es probieren? Hm. Sieht lustig aus. Ich überlege es mir. Das war mal so ein Pfeil, ne? Was haben wir denn überhaupt noch für Questen? 1000 Augen. Boah, Jufels Level 37. An 4 Tagen läuft das ab. Fesselturnier. Brauerei Braun. Finde alle Codex-Seiten. 1000 Euro spricht mit dem Händler. Das ist, denke ich mal, eine Variante, die man machen kann. Ja, in dieser Richtung. Warte mal. Können wir das hier schon bauen? Plus 25 Gesundheit, Brauerei. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Tier auch. Was ist das? Handelsposten. 400, aber da fehlt mir noch die Vorräte. Okay. Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Wir kommen im Namen der Tausend Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der Tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende.
ein Held des Volkes und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Und woher kennst du mich? Die 1000 Augen haben auch 1000 Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Ah ja, wöchentlich. Eine Rüstung. Oh. Nicht so das. Nichts gefunden? Nee. Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch eine Freundin der 1000 Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Ich trau denn nicht. Ich bin ja gesucht, neue Quests. Abgeschlossene Verträge, 0 von 10, bedeutet unter 1000 Augen kannst du Verträge eingehen. Odins Segen geben. Okay. Halt, nein. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ich brauche noch diese Codex-Bücher. Die werden. Die könnte man mal. Jetzt mal ein bisschen angehen. Ein neues Zuhause. Erreiche Siedlungsstufe 3. Ja, da fehlt uns leider. Da, finde ich. Codex gefunden. Codex-Seiten liegen in den Ruinen der alten. Pferdchen. So. Die der Stall. Ist die falsche Taste. Ich drücke mal auf Escape. Na gut, hier sind die Juwelen. Der Juwelenkern. Damit kann man auch mit zwei Leuten quatschen. Hier könnten wir halt drin. Und rein theoretisch könnten wir hier aufdecken. Raubzüge. Warum wäre eigentlich. So. Also, so weit bin ich eigentlich nicht. Das kann eigentlich unmöglich sein. Weil. Diese Axt empfohlen 190. Gehen wir mal nach dahin.
Ups, falsche Seite angelegt. An die Ruder. Wo muss denn eigentlich lang? Immer noch falsche Taste. Klappt aber nicht. Hm. Kann ich mir nicht denken, dass das so weit, Alter. Volle Kraft. Finum dir, Gripper. Ja. Aha, ich werde die Folge jetzt schon mal beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.